So gut, dann herzlich willkommen zum ersten Thema, das wir im Rahmen der Vorlesung behandeln. Wir sind im Themenbereich Grundlagen, klären also mal so die Basisbegriffe, mit denen wir uns auseinandersetzen werden während der Vorlesung. Und der erste, den wir uns mal nähern müssen, ist der der verteilten Systeme. Wenn man sich das anschaut, bereits auf der nächsten Seite beginnt das Thema 02, das heißt, diese Begriffsklärung, diese Begriffsdefinition zu verteilte Systeme ist sehr knapp, bewusst sehr knapp gehalten. Und wir werden jetzt versuchen, so die wesentlichen Grundbegriffe einmal festzumachen. Wenn man sich den Text ein bisschen anschaut, ist hier der Begriff des verteilten Systems aus Informatiksicht definiert, das heißt, aus technischer Sicht. Wir werden uns dem jetzt einmal so nähern vorerst, werden aber dann zum Schluss sehen, dass diese ganzen Begrifflichkeiten tatsächlich nicht nur auf technische Systeme anwendbar sind, sondern auf soziotechnische Systeme, auf gesamte Organisationen, dass man die auch in einer betriebswirtschaftlichen Sicht durchaus interpretieren könnte. Das Ganze beginnt damit, dass der Text sagt, dass ein verteiltes System ein Zusammenschluss unabhängiger Computer ist. Wenn wir in den zweiten Satz weiterschauen, generalisieren wir da ein bisschen mal und sagen, wir reden von einem Zusammenschluss unabhängiger Komponenten. Wir haben also irgendwo einzelne Komponenten, die untereinander verbunden sind, wie auch immer, die da zusammenarbeiten und die aber, und das ist wichtig beim verteilten System, weil wir sprechen dann nur von einem einzelnen System, die aber zu einem Nutzer, zu einer Nutzerin hin wie ein einzelnes System ausschauen. Das heißt, wir verstecken diese gesamte Komplexität, die wir da haben, vor den Nutzenden und für die schaut es aus, wie wenn es ein einzelnes System wäre. Es gibt dann sowas wie die Frontend-Komponente, die hier als weißes Rechteck gekennzeichnet ist und Komponenten, von denen der Benutzer, die Benutzerin überhaupt nichts mitbekommt, weil sie irgendwie im Hintergrund arbeiten. So verteiltes System hat jetzt mehrere Eigenschaften. Erstens sind die einzelnen Komponenten nicht notwendigerweise physisch am gleichen Ort angesiedelt, sondern die können durchaus an unterschiedlichen Rechen angesiedelt sein. Es kann auch sein, dass mehrere Komponenten logisch zwar getrennt sind, aber am selben physischen Rechner sind. Grundsätzlich sprechen wir aber von einem verteilten System, dann waren auch mehrere physische Knoten involviert sind. Wenn wir tatsächlich mehrere Maschinen haben, also mehrere physische Knoten, diese Dinge also wirklich voneinander getrennt sind, die grauen Blöcke hier einzelne Rechner kennzeichnen würden, dann ist es auch so, dass die unabhängig voneinander agieren können. Das heißt, dass sie ja gleichzeitig Aufgaben ausführen können. Wenn wir von klassischen Rechner denken, klassischen Computer denken, ist es ja so, dass der mit einer einzelnen Recheneinheit tatsächlich zu einem Zeitpunkt nur eine Aufgabe ausführen kann. Und das, was wir heute Multitasking nennen, dadurch realisiert wird, dass der Rechner einfach sehr schnell zwischen den einzelnen Aufgaben hin und her schaltet. Tatsächlich aber immer nur an einer einzelnen arbeitet. In modernen Rechnern ist es so, dass man dann mehrere Rechenkerne haben, also so was wie Multicore-Rechner verwenden, der tatsächlich auch wieder mehrere Rechenprozesse gleichzeitig ausführen kann. Die eine oder andere Komponente, zum Beispiel Speicherzugriff, ist ja trotzdem nur einfach vorhanden. Das heißt, die Nebenläufigkeit ist auch hier wieder beschränkt. Bei einem wirklich physisch verteilten System haben wir unabhängige Rechner, die komplett unabhängig voneinander arbeiten können. Der große Vorteil ist natürlich dann auch, dass man Ressourcen nicht immer lokal vorhalten muss. Man könnte jetzt zum Beispiel irgendwelche teure Maschinen, irgendwelche Speichersysteme, die man zentral verwalten will,
an einem entfernten Ort ansiedeln und die an irgendein Endanwendersystem, an irgendeinen sogenannten Application Server, also irgendein Anwendungssystem anbinden und unabhängig von diesem Anwendungssystem warten. Das heißt, wann wir dann vielleicht mehr Speicher brauchen, können wir dem Speichersystem einfach einen weiteren Knoten hinzufügen und das Anwendungssystem wird davon nichts mitbekommen. Dieses einen weiteren Knoten hinzufügen, um die Funktionalität nicht zu erweitern, aber knapp gewordene Ressourcen zu ergänzen, das nennt man, und wir werden uns dem nochmal näher widmen dann in den nächsten Themenbereichen, das nennt man Verzeihung, das nennt man Skalierbarkeit. Von Skalierbarkeit spricht man eben dann, wenn man das System an geänderte Anforderungen sehr leicht anpassen kann. Und das ist eben bei einem verteilten System einfacher wie bei einem monolithischen einzelnen System, das in sich geschlossen ist. Jetzt habe ich mir vorher schon versprochen, habe von Transparenz gesprochen. Auch das habe ich schon erwähnt, deswegen der Versprecher. Von Transparenz spricht man nämlich dann, wenn andere Systemkomponenten oder Benutzende nichts davon mitbekommen, dass sich am System was ändert oder dass da überhaupt ein verteiltes System dahinter ist. Transparenz, also durchsichtig für andere Komponenten, die ganze Komplexität verbergend oder nicht sichtbar machend, ist ein verteiltes System dann, wenn es ihm gelingt, der jeweils nutzenden Komponente vorzuspiegeln, dass sie es nur mit einem einzelnen Element zu tun hat. Ohne dass man merkt, dass dahinter eigentlich nur viel weitere Elemente liegen. So, und das letzte Merkmal, das da im Text auch noch erwähnt wird, das ist ein Stück weit verwandt mit der Skalierbarkeit, aber dann doch was anderes, das ist die Redundanz. Von Redundanz spricht man dann, wenn einzelne Funktionalitäten mehrfach vorhanden sind oder mehrfach angeboten werden, sodass der Ausfall einzelner Komponenten kompensiert werden kann. Ja, kann man sich wieder vorstellen bei Festplattensystemen. Wenn man mehrere Speicherknoten hat, dann kann man die so konfigurieren, dass nicht der Speicher, nicht ausschließlich zumindest der Speicherplatz mitskaliert, also größer wird, sondern man könnte sie auch so konfigurieren, dass sie Redundanz anbieten. Das heißt, dass zwei Speicherknoten die gleichen Daten speichern und damit es egal ist oder für den Nutzenden transparent, um den Begriff wieder zu nutzen, transparent ist, wenn einer dieser Knoten ausfällt. Ja, dann haben wir im Wesentlichen alles durch. Im Text finden wir das auch wieder. Ich darf das nochmal ganz kurz markieren. Wir haben kurz gesprochen zu Beginn von der Nebenläufigkeit, von der echten Nebenläufigkeit, die wir realisieren können, wenn wir verteilte System haben. Das Hinzufügen weiterer Rechner, um die Leistungsfähigkeit zu erhöhen, das ist die Skalierbarkeit. Ganz grundlegende Funktionalität eines verteilten Systems ist eben die Bereitstellung entfernter Ressourcen und die Verfügbarmachung von Redundanz, um die Fehlersicherheit oder die Ausfallsicherheit zu erhöhen. Das haben wir hier beschrieben. Es gibt dann noch, hier erwähnt, das große Trend im Bereich des sogenannten Grid Computings, wirtschaftliche Gründe gegebenenfalls, um anstelle eines relativ teuren Supercomputers vielleicht eher preisgünstige, übliche Rechner zu vernetzen, um rechenintensive Aufgaben zu lösen. Das ist aber durchaus Spezialanwendung, auf die man jetzt nicht näher eingehen würden. Man findet es aber tatsächlich zum Beispiel im Bereich der Videokodierung, auch hier im Cloud Computing die Möglichkeit, Rechenressourcen in einem verteilten System irgendwo im Netz anzumieten, um mit relativ preisgünstigen Ressourcen temporäre Lastspitzen zum Beispiel beim rechenintensiven Videokodieren aufzulösen. So, und im letzten Absatz haben wir noch dieses Transparenzkriterium, das eben, um wieder auf die Zeichnung zurückzukommen, dem Nutzer es
möglich macht, so zu tun, als hätte es mit einem System zu tun und nicht mit vielen unterschiedlichen. Das war's schon wieder für das erste Thema. Die nächsten Videos werden wahrscheinlich etwas länger werden, aber für heute oder für dieses Mal sage ich herzlichen Dank und bis zum nächsten Mal.